Das Moselstadion in Trier war diesmal das Ziel für die SG Barockstadt. Die Elf von Trainer Sedat Gören, ja, diesmal erneut ohne Marius Löbig. Der ist zwar wieder relativ fit, saß aber nicht einmal auf der Bank. Es hat nicht gereicht für den Kader in diesem Spiel. Nächste Woche vielleicht gegen Hessen-Kassel ist er dann wieder dabei. Luka Garic schaffte es wieder auf die Bank. Ansonsten die Startelf unverändert im Vergleich zum Spiel gegen Homburg. Die Kapitäne Patrick Scharf und sein Gegenüber Christopher Spangen bei der Platzwahl und dann gleich rein ins Spiel. 2.500 Zuschauer, dritte Minute, Einwurf für die Barockstadt. Da kommt Moritz Reinhardt an den Ball. Der legt den quer zu Kevin Hillmann. Ja, und der nimmt sich einfach mal ein Herz und es steht 1:0 für die Barockstadt. Gespielt noch keine 180 Sekunden und da hat es eingeschlagen. Da sah die Trierer Abwehr nicht gut aus. Alles verblasst auf der rechten Abwehrseite. Hillmann hat viel, viel Platz. Die Abwehr kommt nicht nach. Und dann zieht er einfach mal ab, das sind gut und gerne 25 Meter. Ganz unhaltbar scheint dieses Ding auch nicht zu sein, auch wenn er schön im Eck einschlägt. Toller Auftakt, ähnlich wie in Balingen vor 14 Tagen auswärts, aber es folgt die Ecke, hereingebracht von Dominik Kintscher. Kevin Schacht in der Mitte verlängerte gegen Marius Krösch und dann steht am langen Pfosten Jason Tayaparan und macht den Ausgleich für Eintracht Trier. Die Mannschaft hat ja die letzten 13 Spiele nicht mehr gewonnen, in den letzten 8 Spielen überhaupt keinen Punkt mehr geholt. Ja, und jetzt die Eintracht schlägt zurück mit dem Ausgleich. Und da war hier natürlich was los. Es ist ein Hexenkessel in Trier und jetzt wurde es richtig laut. Wir schauen uns das nochmal an. Wie gesagt, die Ecke von Kintscher kommt herein. Kevin Schacht in der Mitte gewinnt das Kopfballduell gegen Marius Krösch und dann am langen Pfosten Tayaparan 1:1. Der Spielstand auch zur Pause in einem hektischen Spiel. Es gab viele kleine Nicklichkeiten und dann gibt es die 52. Minute. Aus diesem Einwurf für die Barockstadt läuft der Konter für Eintracht Trier. Das ist hier Mascuado, der Mann mit der 29, der spielt quer rüber zu Yannick Debra. Der zieht ab aus 17 Meter. Ja, und jetzt sieht Tobi Wolf nicht sonderlich glücklich aus. Schwierig zu halten vielleicht, trotzdem, den kann man auch halten. Es steht 2:1. Für Eintracht Trier in der 52. Minute. Ähnlich wie in Balingen, früh geführt und dann dreht der Gegner das Spiel. Wir gehen in die 94. Minute. Tobias Göbel zur Pause für Wilsia Kamm gekommen. Die Barockstadt versuchte alles und sie wurde belohnt. Die 94. Minute, wie gesagt, ein Tohuwabohu hier. Ihr seht das, jeder Ball hart umkämpft. Trier kann nicht klären, Barockstadt bleibt dran und dann kommt Tobi Göbel und es steht 2:2. In der 94. Spielminute und wie wichtig dieser Treffer noch sein kann, das wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen. Die Barockstadt holt auf alle Fälle einen wichtigen Punkt in Trier und kann so etwas lockerer in das nächste Heimspiel kommenden Samstag gegen Hessen-Kassel gehen.